Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rüll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. In der letzten Folge haben wir unsere Nebenquest Abenteuer hier gestartet. Wir sind jetzt gerade bei Kapitel, ich glaube 13, und müssen jetzt ein bisschen, also wir müssen nicht, aber ich will ein bisschen Nebenquest, ne? In der letzten Folge haben wir ein bisschen Karten gefahren. Wir haben diese Kartenrätsel hier in Costa del Sol erledigt, um einige Charakterkarten zu farmen, welche ich alle in mein Deck jetzt gerade eingebaut habe, ne, auf Screen. Weiß nicht, ob das ein gutes Deck sein wird oder nicht. Das wäre ein Hubschrauber, aber werde ich ja sehen beim nächsten Ding, ne? Gut, was ich noch auf Screen gemacht habe, ist, ich habe diese Dinger hier gefarmt, ne? Legendärer Köder, da musste ich ja den Jabberwock und den Großmorbel noch mal erledigen. Habe ich auf Screen gemacht. Das heißt, ich kann mir jetzt den Köder herstellen, her damit. Und den Bombenwerfer für diese Quest, die wir hier gerade machen, ne? Ich glaube, das ist da die Tür, ne? Ja, sieht sehr danach aus. Kann man hier nicht einfach mit Sitz... Kann man hier nicht einfach mit Sitz Dingen hier einfach so da rumgehen? Man sieht aus, als wäre irgendwo hier so. Will ich ja gleich sehen, ne? Und ja, was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe... Die kann ich halt überhaupt hier irgendwo sehen. Ich habe die hier geht das, ne? Kann ich irgendwie noch mal dieses Brett hier anzeigen? Ging das im Menü? Ich weiß auch keine mehr. Ich glaube nicht, ne? Jedenfalls habe ich da die Sachen noch mal alle hier neu verteilt. Werde ich gleich noch mal zeigen. So, wenn ich das nicht vergesse. Gut, gehen wir erstmal hier hin und kümmern wir uns um diese Quest. Ne? Da ist eine Tür, die wir schon vor Ewigkeiten gesehen haben. Die wir jetzt, glaube ich, öffnen können. Ne? Zeig mal. Ja, genau. Kiri hat uns ja einen Schlüssel gegeben. Ne? Und wir müssen hier so einen Köder zusammen basteln mit Synthese. Ne? Hier müsste die Stelle sein, oder? Sollen wir den Köder mal auslegen? Hier hätte ich doch locker mit dem Links hingehen können. Mit der Tiny Bronco. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hätte hier sogar hinschwimmen können. Was zum. Ne, was? Hier ist natürlich wieder zu schwer, ist klar. Ist klar. Hier hätte ich voll locker hingehen können. So, hier auch noch kurz umschauen, ne? Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Truhe oder so, ne? Wir waren ja noch nicht hier. Vielleicht gibt es ja irgendwas. Sieht aber nicht so aus, ne? Ne, ich glaube nicht. Außer, weil ich da irgendwo eine Truhe versteckt, ne, ne? Na gut, dann gucken wir mal, was hier passiert. So. Soll irgendwie so ein Monster sein, ne? Zeig mal her. Den legendären Köder auslegen. Wenn ich für diesen Köder schon gegen zwei Bosse kämpfen musste, ne? Man kommt denn dann hier? Macht mir schon ein bisschen Sorgen, ja. Von wegen legendärer Köder. Ey, yo. Doch zu wirken. Mein Einsatz. Ja, ich habe eine Menge. Ich habe jetzt eine Menge Dings nicht mehr. Ah! 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 Hilf mir! Lass den wieder raus. Ist er draußen? Lass mich mal. Den einfach geschnabulisiert. So, habe ich dich schon mal analysiert, du siehst neu aus, Seeteufel. Am Exam Eis. Sag nichts weiter. Ich muss mit Yuffie noch hier so eine Fähigkeit hier lernen. Aber ich weiß nicht, Verbannung hier. Genau, da muss ich erstmal andere Fähigkeiten einsetzen. Wie lange hatte ich ja auch mit DLC, glaube ich, ne?
Ich glaube, er wurde gerade gefressen. Ne? Ich glaube ja. Ich soll halt irgendwie einsetzen, wenn drei Ladungen da drin sind, so, glaube ich, ne? Lass mich mal raus. War gar nicht so schwierig, die Gegner, ne? So, ich soll halt irgendwie einsetzen, wenn ich drei Ladungen habe, um den Lerneffekt auszulösen. Da! Nein! Was macht er da, Leute? So. Oh Gott, danke. So. Was soll ich einen von dem erledigen? Oh ja. So. Genau, ich habe da habe ich ihn reingepackt. Nein, ich wollte dann gerade einsetzen. Das ist unsere Chance. Ich setz noch einen drauf. Zieh schon. Jetzt nehme ich da raus. Aua. Boom. So, und dann. Ja. Den habe ich jetzt mal Klingstrahl da reingepackt, genau. Na gut, dann mach mal Blutrausch. Ich vergesse mal, man kann den Angriff einfach spammen, dann lernt man das ja auch, ne? Nach einer Zeit. Ja, gut gemacht, Barrett. Ja. Gehen wir zurück zu Kiri. Ja, Kiri. Was ist eigentlich mit dem zweiten Auftrag des Bürgermeisters? Die Sache mit dem aus dem Weg räumen, meine ich. Also nicht, dass ich Kiri besonders mögen würde. Aber das wäre doch etwas übertrieben, oder? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Okay. Klang irgendwie nicht so, als wäre Cloud so dagegen. Ja, was passiert, das passiert, ne? Das bezweifle ich. Ich gehe jetzt und tu mit den Dingen ja durch die Gegend fahren. Aus dem Weg. Dass er die ganze Zeit so steif da am Sitzen ist, finde ich am lustigsten. Aus dem Weg! Oh! Da gerade jemand gesagt, Nio. Hey, ihr drei. Entschuldigung. Mein Gott, aus dem Weg. Verbrannt und zugenäht. So, und hier war sie, ne? Da seid ihr ja wieder. Und alles erledigt? Ja. Perfekt. Dann werde ich gleich mal losziehen, um die Belohnung vom Bürgermeister abzuholen. Warte. Der Bürgermeister hatte noch einen Auftrag. Welchen denn? Er wollte, dass wir dich umlegen. Bitte? Das soll sicher ein Scherz sein, was? Wenn du darüber lachen möchtest, bitte. Aber mir ist es ernst. Jetzt komm schon! Wir sind doch Partner! Lief doch alles ganz toll bis jetzt! Ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist! Was fragst du noch? Denk mal nach. Gar nicht so einfach.
vielleicht... weil ich so süß bin? Ich gehe dir einfach nicht mehr aus dem Kopf und deswegen musst du mich loswerden? Glaubst du das wirklich? Warte! Bist du vielleicht sauer, weil ich mir deinen Namen geborgt habe? Aber letztendlich dir die Arbeit aufheise und du gar nichts von der Belohnung bekommst? Nicht dein Ernst, oder? Meine Enkelin hatte schon immer einen fragwürdigen Humor. Hey! Ich kann mal auch. Eigentlich wollte ich hier nur die Sonne und das Meer genießen. Doch dann habe ich gewisse Gerüchte gehört. Haben wir sie schon gesehen in diesem Spiel? Ich habe gedacht, dass du dahinter steckst. Glaub mir, ohne Clouds Hilfe wärst du längst unter der Erde, mein Kind. Der ach so nette Bürgermeister ist einer von der ganz schlimmen Sorte. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du besser aufpassen sollst, mit wem du dich anlegst? Ja, ja, ist ja schon gut. Was heißt hier, ja, ja? Du bist viel zu naiv. Ich gebe mir aber wirklich viel Mühe. Und wer was tut, macht eben auch mal Fehler. Aber du weißt's ja eh immer besser. Egal was ich tue, es ist dir nie gut genug und du behandelst mich wie ein Kind. Ach, Kiri. Ich meine es doch nur gut mit dir. Schließlich sollst du irgendwann mal in meine Fußstapfen als Racheengel treten. Also, ich kann Kiri echt gut verstehen. Erwachsene behaupten oft, etwas sei für Kinder. Aber meistens wollen sie dann doch nur ihren eigenen Willen durchdrücken. Und das geht mir tierisch auf den Senkel. Der Racheengel war immer mein großes Vorbild. Schon als Kind. Aber ich bin nun mal nicht du, Oma. Ich werde niemals so werden wie du. Und will es auch ehrlich gesagt nicht. Ich bin nämlich ich. Und das ist auch gut so. Du bist wirklich genauso wie ich, als ich noch jung war. Hä? Ach, also gut. Ich halte mich ab jetzt zurück. Keine Strafpredigten mehr. Sag, was hast du gesehen, sie hat Löcher in den Schuhen. Nun als gleichberechtigte Partner arbeiten. Ich wünsche mir doch einfach nur, dass du nach Hause kommst. Dann mach ich das mal. Danke, dass du dich so gut um meine kleine Alleskönnerin gekümmert hast. Ich nehme sie jetzt wieder mit nach Hause. Bitte sorg dafür, dass sie auch dort bleibt. Das kann ich leider nicht versprechen. Danke für den Beistand gerade. Kein Thema. Ich war einfach nur stinksauer. Lass dich nicht unterkriegen. Klar. Du dich auch nicht. Ich wusste, die beiden würden sich verstehen. Genug getrödelt. Wo wir schon mal hier sind, können wir eigentlich auch gleich zur Tat schreiten. Arbeit für den Racheengel? Da hab ich was. Geht um den Bürgermeister, weißt du? Was? Und Cloud, was jetzt? Die Alleskönnerin ist verschwunden. Der Bürgermeister sollte also nichts auszusetzen haben. Ja, glaube ich nicht, weil er bald tot ist. Wir gehen jetzt gleich dahin und der ist nur den seine Leiche da am liegen. Wer ist der falsche? Gott. Gott, ich muss mich die ganze Zeit heilen, ey. Ich habe letztens wieder versucht, mein im Cosmo Canyon ja das innen zu finden, habe ich nicht gefunden. Oder ich glaube der Jabberwock war da. Aber ich war nicht voll geil, nachdem ich gegen den Morbo gekämpft habe. Habe ich den Dings gesucht, den ist irgendwas Neues zu kaufen. Aber ich habe den nicht gefunden, den die Taverne, das Gasthaus, was auch immer. So, ich kann ja mal zeigen hier. Ich habe mal die ganzen Sachen hier noch mal neu verteilt, ne, für alle Charaktere. Und zwar habe ich mich darauf fokussiert, bei jedem Charakter hier die Stufe 3 Limits zu lernen, ne?
Da habe ich mich sozusagen ja fest drauf irgendwie fokussiert, bei jedem irgendwie die Punkte so zu platzieren, damit ich die Dinger am schnellsten erreiche, ne? Hat jetzt jeder Charakter, ne? Ich weiß nur nicht, wie ich die einsetzen soll, weil da muss er, glaube ich, irgendwie ein paar Mal Synthesefähigkeiten und so einsetzen, ne? Weil ein bisschen dauert, glaube ich. So, dann habe ich gesehen, jeder Charakter hier hat diese Fähigkeit, ATB-Limit, ne? Lädt beim Benutzen von ATB-Einheiten die Limitleiste auf. Was ziemlich krass ist, weil ATB-Sachen tut man immer verballern, ne? Also Kommandos einsetzen, ne? Das heißt, jedes Mal, wenn jemand heilt, jedes Mal, wenn jemand eine Fähigkeit einsetzt, wird er ein ATB verbraucht. Und das tut dann die Limitleiste auffüllen. Das hat jeder Charakter, aber da steht benötigt Gruppenstufe 10. Wir sind komische Gruppenstufe 9. Deswegen habe ich für jeden Charakter jetzt hier so 30 Dinger angespart, ne? Für den Fall. Ich glaube nicht, dass wir Gruppenstufe 10 erreichen werden, wenn wir irgendwie, weil nicht hier die ganzen Nebenquests und so weiter erledigen müssen, erledigt haben, aber wir werden bestimmt irgendwie, weil nicht. Ich kann mir vorstellen, wenn wir in der Story weiterspielen, dann kriegen wir irgendwann die Punkte zusammen. Weil ich glaube nicht, dass wir 500 Punkte einfach nur durch Nebenquests und so was alles bekommen. Da klingt mir doch schon so ein bisschen viel. Ja, mal schauen, ne? Jetzt nur wisst ihr, wo der nochmal ist, ne? Da ist er. So, ich kann im Schokobo-Rennen teilnehmen. Ist mir gerade eingefallen. So. Was los? Willkommen zurück. Diese unverschämte Betrügerin scheint ihr ja losgeworden zu sein. Nicht ganz so, wie ich mir vorgestellt hatte, aber ich will mal nicht so sein. Hier ist eure Belohnung. Viel Spaß damit. Herr Bürgermeister, eine Katastrophe! Sehen Sie doch! Der geheime Tresor wurde geplündert. Alles weg. Wie bitte? Kommen Sie schnell zurück! Diese zusammengegaunerten Reichtümer nehmen wir hiermit an uns. Die gerissensten Diebe, die Costa del Sol je gesehen hat. Rache Engel 1 und 3. Ich glaub's ja nicht. Bis 2. Voll cool. Waren wir mal 2? Ich weiß das nicht mehr. Auftrag abgeschlossen mit Sternchen. Neue Aufträge für die Coral-Region direkt. Ich glaube, wir haben jetzt 10 Punkte bekommen, ne? Ja, das wird noch ein bisschen dauern. So, direkt wieder eine neue Quest. Coral-Region. Wir sind in der Coral-Region, ne? Ja. Ich will mal ja die Tiny Bronco kurz nehmen. Aber nee, wir können gar nicht da anhalten, ne? Wir können ja nur an so Anlegestellen anhalten, oder? Deswegen können wir da vielleicht nicht hin, oder? So, ich will jetzt auch nicht hier zu weit rausgehen, ne? Ich weiß, wir müssen noch hier irgendwie... Hier müssen wir irgendwie erkunden, ne? Wir müssen irgendwie... Mittleres Meer. Kann ich ja mal versuchen, ne? Ein bisschen zu erkunden. Ich weiß nicht aus Versehen hier über die Story stolpern oder so. Kannst losgehen? Ne, Tiny Bronco einsteigen. So, du bringst mich jetzt aber nicht in die Story oder so, ne? Ich kann jetzt gehen, wo ich will, ne? Weil ich will mal ja diese Piratenquest hier. Hier spricht Ihr Kapitän. Wir fahren nun aufs offene Meer. Bitte rechnen Sie mit plötzlichem Schaukeln und Schwanken. Schiff ahoi! Ja. Also Augen zu und durch. Ach komm mal, die Delfine. So, ich würde dann sagen, wir machen ja eine kleine Erkundungstour mal. Ne? Wir werden ja wohl nicht aus Versehen. Irgendwann, ja. So, wow, das sieht irgendwie voll komisch gerade aus. Muss dazu sein? Irgendwie nicht, ne? So, sind wir jetzt hier am offenen Meer, mittlerer Ozean. Ja, Ozean 0. Wo muss ich hin? Ich muss da ganz oben hin, ne? Oh ja.
Noch mal ein bisschen erkunden. Wir müssen irgendwie so ein Piratenschatz oder mehrere Piratenschätze müssen wir hier finden, ne? Quad wir machen, ne? Ich weiß noch nicht, wie er ablaufen soll hier dann, ne? Wir können ja nicht. Oh, Schatzkarte, stimmt. Oh, da machen wir halt mal so, ne? Okay, ganz auf der rechten Seite, auf der rechten Seite. Ich nehme an, von Junon ist dann, ne? Ne. Heiliges Kernholz, okay. Ich dachte vielleicht irgendwie, da ist was Wichtiges. So, warte, da ist was. Was ist das? Sieht wichtig aus. Seetang ist Piratenkönig. Oh. Wir müssen von den ganzen Sachen ja mehrere Sachen holen, ne? So, da war jetzt aber nicht der Schatz hier, ne? Das sind einfach so random Sachen, die hier überall rumliegen. Tut sein eigenes Thema summen. So, ich nehme an, da kommt dann irgendwie das tiefe Wasser. Ne, da können wir nicht rüber. So, warte mal, Fort Condor. Fort Condor. Können wir Fort Condor besuchen so? Sag mal her. Kommen wir da hin? Nein. Immer noch außer Reichweite. Das wird sich wohl hier bis zum dritten Teil hier hinauszögern, ne? Weil da tut man. Weil irgendwann muss man sowieso nach Fort Condor, irgendwann später noch mal in der Story. Da muss man gezwungenermaßen. Rückblickend betrachtet musste man gar nicht früh in der Story zu Fort Condor. Aber man konnte es schon vorher besuchen, um sich hier um so ein Minispiel zu kümmern und so. Und so ein kleines Tower Defense Minispiel. Aber irgendwann dann sehr viel später muss man dann gezwungenerweise dahin gehen und das machen. Und da werden wir dann wahrscheinlich irgendwann zum ersten Mal Cod Fondor besuchen, ne? In der Rebirth Remake Version, ne? Ah, schauen. So, ich hoffe, diese besonderen Schatztruhen, die sind auch immer irgendwie so sehr auffällig und unschwer zu übersehen. Hier sind auch schon wieder Sachen, aber es sind wahrscheinlich wieder normale Sachen, ne? Ja. Ne, hier, guck mal, hätte ich beinahe übersehen. Kann ich irgendwie rückwärts? Nee, ne? Seetang des Piratenkönigs, okay. Ich glaube, dann werde ich hier, weiß nicht. Wenn die Dinger hier so random sind oder so, dann werde ich ja wahrscheinlich mal ein bisschen offscreen durch die Gegend düsen und die Sachen suchen und dann irgendwann, weiß nicht, beim nächsten Part sage ich dann so, oh, ich habe irgendwie 20 von den Dingern gefunden. Ne? Jetzt können wir irgendwie damit cooles Zeugs machen. Ne? Boah, ist das hier am Laggen. So, guck mal, ich kann hier noch. Da kann ja nicht schaden, einmal hier kurz so überall kurz rumzudüsen, ne? Ich meine, hier war irgendwo so eine Haltestelle auch, ne? Haltestelle, so eine Anlegestelle. Oder irgendwo war eine, ich weiß nicht mal wo. Ja, muss ja auch mal ein bisschen sein, ja, so eine Erkundung. Sowieso jetzt gerade noch planlos. Wir sind jetzt wahrscheinlich so im letzten Stretch des Spiels, ne? Jetzt haben wir wahrscheinlich so den Punkt erreicht, wo wir ja so die ganzen na, no, bevor du das Spiel durchspielst, kannst du noch so viele Sachen machen, Punkt erreichst, ne? Deswegen gucken wir mal. Und die letzten Kämpfe hatten auch ein bisschen in sich, ne? Von daher weiß ich nicht, ob ich stark oder schwach genug bin, aber ich glaube, ich bin zu schwach,
letztens gewesen. Oder es war einfach nur ein bisschen extrem, dass hier so viele. Da ist eine Anlegestelle, habe ich gerade gesehen. Was haben wir denn hier? Das ist aber neu, oder? Was haben wir hier? Ja, aber Vincent. Geheime Piratengrotte Beta. So, was ist das? So, das ist bestimmt so ein Schatz, ne? So, kann mal irgendjemand, der gerade nicht in der Gruppe ist. Eigentlich brauche ich Yuffie auch nicht gerade in der Gruppe, ne? Ich habe jetzt ihre Fähigkeit gelernt. Ich brauche mal ein bisschen frischere Mitglieder hier. Ich hoffe, der ist jetzt irgendwie nicht voll super stark oder irgendwie so, ne? Na, okay, gucken wir mal. Mir sieht relativ wichtig aus. Dämonischer Freibeuter. Ich mache unglaublich wenig Schaden, aber er macht mir auch nicht so viel Schaden, okay. So, 34, okay, wirksam Feuer. Kein Problem. Dann übernimm. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Der ist für dich. Bedient euch. So. Aber ich dachte, du kommst auf mich los. Tschüss. Oh Mann. Was ist denn hier los? Ziemlich schwach. Was? Der hat mich gekontert. Na, ist nicht schwach gegen Feuer? Ja, ich habe deinen Konter gekontert, ne? Das wird so nicht. Aua. Überlass das mir. Nein. Gut vorbereitet. Haben wir gerade ATB-Ru. Was? Noch bin ich am Leben. Noch. Ja, das ist diese Fähigkeit, die ich. Okay, ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Habe ich irgendjemand? Danke. Lass mich mal. Furiose Verfolgung. Nein. Nein, ich konnte ihn nicht verfolgen. Es ist vorbei. Nichts überstürzt. So, Salto. Kann ich das nicht aufbewahren hier? Da warte mal. Efred. Feuer. Check out my moves, Tifa. Wow. Ja, klar, seine beste Jojo-Pose rausgeholt. Viel Erfolg. Ich übernehme. So, versuchen wir nochmal tiefer. Oh mein Gott, da gibt es nicht. Ja, wir sollten vielleicht weggehen. Tifa. Na, no, oder auch nicht. Okay. Ich höre Leute nur schreien im Hintergrund. So, doppelte Limit. Ich bin zu weit weg. Ah. Oh, wir haben den erledigt. Okay. Ich meine, die Limits haben es gebracht. Ich habe noch auf einmal gesehen, wie der Kampf vorbei war. Okay, der hat es schon ein bisschen in sich gehabt. Da hatte ich mir irgendwie schon gedacht, so, jetzt müssen wir uns gleich wieder heilen. Oh. Ist ja wieder, wir haben uns noch gar nicht geheilt, aber okay, muss ich denn jetzt jedes Mal bekämpfen, wenn ich das Ding haben will? Oder gibt es die Sachen nur in limitierter Auflage? So, guck mal.
Piratenrelikt Beta. Boah. Sehr cool. Habitationssphäre. So. Ich da jederzeit, ja. Dann gehen wir mal. Wo gehen wir jetzt hin, um uns zu heilen? Hier wieder, ne? Oh, jetzt kann ich mich gar nicht hier. So, oh, da gibt es auch Sachen zum Erkunden, sehe ich gerade. Ja, ich will hier zur Dings, wenn es geht. Können wir nochmal dahin. Dann müssen wir uns halt heilen, ne? Ich wünsche, wir hätten auch irgendwie so einen Ort, wo wir uns. Ich meine, man kann sich überall umsonst heilen, deswegen sollte ich mich nicht beschweren, aber ich wünsche, wir hätten irgendwie so einen Ort, wo wir einfach hier immer so direkt hingehen können. So, keine Ahnung, alle machen ein Nickerchen in der Tiny Bronco oder so. Jetzt muss ich hier jedes Mal zurück zu Gasthaus gehen. So, aua, Mann. So, lass mich noch mal hier gucken. Was brauchte ich noch mal? Irgendwas konnte ich herstellen mit den ganzen Klamotten, ne? Konnte ich mir einfach eiskalt den Schatz herstellen? Schneckenarmreif. Trockenäther. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo das war, ne? Irgendwie war so ein Accessoire, glaube ich, ne? Ja, warte mal. Ja, genau, hier die ganzen Sachen wandert. Seetang des Piratenkönigs. Prachtvolle Krone. Dunkelmaterie. Ah, kann ich also nicht herstellen. So. So, wir haben ja gerade 10 Dinger bekommen, ne? 200 für Yuffie kurz ausgeben, ne? Aloha, eine Runde schmücken. Da werden relativ. Noch 15 Punkte haben wir. Gut. Da werden relativ chillige Parts so in nächster Zeit, habe ich so Gefühl. Den Korrektion, was will ich denn, ja? Am Schade. Die Buffs werden reduziert. 25 Punkte, ey. Clown benutze ich nicht. Ich nehme an, Glück, ne? Ja, Glück erhöhen immer. Solange ich immer über 30 bin, ist halt in Ordnung. Gut, dann können wir uns kurz hier ausruhen. Fühlen Sie sich ganz wie. Soll ich mal mein neues Deck ausprobieren? Hier ist irgendwie jemand zum Spielen. Nein, konzentrieren wir uns ja. Nee, mit dem will ich mich nicht. Nee. Ich will mich heute mal auf Seeabenteuer konzentrieren, ne? So, gut ist, ich kann genau sehen, wo ich hier hingefahren bin. So. Und ja, jetzt gehen wir von da aus einfach. Ist jetzt wieder respawned. Ne. Der Schatz ist auch nicht respawned. Kannst losgehen? Ich nehme an, Vincent und Sid sind dann auch nicht im Buggy drin, ne? Wenn man damit durch die Gegend fahren würde, ne? Weil die ganze Zeit an der Tiny Bronco warten, ne? Na, schade. Ich hab mir so gewünscht, irgendwie zu sehen, wie die irgendwie. Obwohl, jetzt haben wir ja Kate Sif nicht mehr dabei, ne? Von daher ist jetzt wieder mehr Platz, ne? Hm. Was ist das? Kann man da auch einfach? Aber da waren wir schon, ne? Haben wir hier? Ich glaube, wir waren ja schon dran, ne? Ja, da kann man da hoch. Und sagen, sah ja so aus, wäre ein bisschen übers Wasser, aber da kommt mir doch bekannt vorher, war das schon mal. So, ah, okay, da ist auch eins. Da kannst ja echt sehen, wo du überall anlegen kannst. Wie, das ist doch. Was ist immer noch tiefes Wasser? Ich meine, nicht tiefes Wasser.
So, gucken wir mal, ob wir noch mehr von solchen Inseln hier finden. Jetzt weiß ich wenigstens, dass man hier was finden kann, ne? Außer hier die Schätze und so, ne? Man kann hier wortwörtlich versteckte Inseln und Schätze finden. Das ist doch schon mal gut. So. Dann schauen wir uns doch mal hier überall um. Dann haben wir Yunon. War auch schon lange nicht mehr. Ist hier irgendwas? Oh Gott, ich dachte, wir wären zum Aufsammeln. Ist ja auch eine Quest jetzt. Sehe ich jetzt hier nicht, ne? So, ich muss immer noch gegen Weiss 3.0, hier den Hauptcharakter von Zenless Zone Zero. Gegen den muss ich jetzt ein Kartenspiel machen. Ich kidnappe einfach den seine Schwester. So. Dann habe ich gewonnen. Weil die bedeutet dem sehr viel. So. Wir wissen noch gar nicht, dass du hier mit uns zu tun hast, oder? Das ist nur eine Entscheidung aus Prinzipien. Ein bisschen tiefer ins Meer, glaube ich, hingehen, ne? Ich nehme mir mal so an, so hier so direkt. So, warte mal, da hinten habe ich einen gesehen. Na, da hinten sehe ich schon mal Leanes. Ha, guck mal. Ist ja wieder Seetang. Wird immer Seetang sein. Sind diese Dinger ja respawnbar? Seetang des Piratenkönigs. Ja. Ja, sind diese Kisten jetzt immer wieder respawnbar oder so? Kann man die dann so farmen? Oder sind die so wie die Schatztruhen? Die kannst du nur einmal finden und dann ist es vorbei. So, und da schon wieder was. Okay, Seetang werden wir genug haben, habe ich so Gefühl. Na, vielleicht durch auch nur exakt alle finden, ne? Wahrscheinlich gibt es von denen alles nur limitierte Auflagen. Und ich habe einfach nur Glück und finde die alle. Wow, waren da Fische gerade? So, da ist so eine dickere Insel. Da ist doch bestimmt irgendwas, ne? Sag mal. Mithrilerz, ist auch nicht so geläufig. Hä? Hat er gerade versucht, einen Delfin an uns vorbeizuziehen? Oh, ja, schon wieder Seetang. Erstmal, als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, da werden irgendwie so unter so Wasserminen oder so. Irgendwo hier an Land ist eine kleine Insel, da war ich gerade. Ja, und bestimmt irgendwo an Land. Die ist viel zu groß, als ob man da nicht an Land gehen könnte. Und die links von mir auch. Komm schon. Tu es für mich. Ich glaube nicht. Mehr mit Herz. Was? Wollte schon sehen. Wollte schon sagen, ich habe irgendwas so im so eine Farbe gesehen. Da kann ich ja wirklich nirgendwo anlegen. Ja, hier gehe ich schon so in die Nähe von Hauptstory. Weil ich werde aber nicht irgendwie aus Versehen über die Hauptstory stolpern oder so, ne? Ich werde wohl irgendwo da landen können, oder? Wow, der Motion Blur. Boah, das sieht irgendwie nicht so gut aus. An meinem Fernseher. So, noch mehr. Ja. So, ist aber echt nur immer Seetang. So, da sieht man schon irgendwie
so weit entfernt aus. Hier sind noch so viele Sachen, ne? Müssen wir davon sagen, nirgendwo kann man da irgendwo anlegen. Hm. Ich habe eine Insel gefunden, ne? Sie wird da bestimmt auch noch mehr geben, ne? Und noch mehr Sachen zum Herstellen. Man weiß es nicht, man weiß nicht. Das ist genauso wie in Kingdom Hearts 3 in Fluch der Karibik-Welt, wo mit deinem Schiff durch die Gegend schwimmen konntest. So, ey. Oder? Ja, perfekt. Und da ist er wieder, der gleiche Knabe. Nee, das war was anderes. Gut. Sagt. Geheime Piratengrotte Delta ist da, glaube ich, ne? Ich habe ja Beta gerade gefunden, das heißt, es gibt mindestens zwei. Das war, glaube ich, Beta, der Delta, ne? Ich weiß nicht, ich glaube da bei Delta, ich bin mir nicht sicher. Oder Gamma. Do. Wow. Hüja Kotte, alles klar. Bin mal doch frei. Oh, Wind ist wirksam. Ich zähl auf dich. Bin ich jetzt drin? Gott, Gott, nicht auf sie, nicht auf sie. Ist das alles? So. Oh Mann. Arbeiten wir im Team. Zieh dich zurück. Ja. Ja. Warte mal, du hast doch irgendeinen Windangriff, oder? Das war nicht der richtige Angriff. Warte mal, da ist ein Windangriff. Der hier ist ein Windangriff, oder? Nee. Dann lass mich mal ganz kurz hier Heilwoge. Nicht übertreiben. Ich bin mir ziemlich sicher, Aeris hat Wind, ne? Plasmaschuss. Oh Gott, tu mich nicht abbrechen jetzt. Ah, komm, ich habe dich in der Luft angegriffen. Da! Nein, nicht schon wieder. Aua. Mach mal kurz. Dann übernimm. Komm schon. So, dann machen wir noch mal. Es geht. Ja, jedes Mal, wenn er geschwächt ist. Nein. Doch, das gibt es nicht. Da ist den sein Schock wieder weg. Nein. Oh Gott. Ich darf hier nicht. Furiose Verfolgung. Ich leg los. Oh Gott. Oh Gott. Problem ist, beide sind fast tot. Nein. Ich gehe einfach sehr weit weg. Nein, nicht auf ihn. So. Übernimm du. Oh. So. In die Fresse. Hau rein. Wurde jetzt ein Schock und die sind manchmal schon wieder komplett weg.
Sag mal. Dann mach du mal den ja währenddessen. Aua. Da, du bist weg. So, ich habe ja jetzt für jeden Charakter die Stufe 3 Limit freigeschaltet, aber ich habe die irgendwie, die werde ich wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen, ne? Weil die so schwer zu exekutieren sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Ne? Ich dachte mal, ist, wenn man genug Synchro-Fähigkeiten einsetzt oder so, dass man die dann einsetzen kann, aber irgendwie nicht, ne? Problem ist, ich habe jetzt nicht mehr so viele Synchro-Fähigkeiten, deswegen könnte ich gar nicht so viel einsetzen, wenn ich wollte. So, Gepär. Boom. Piratenrelikt. Könnte Gamma sein, aber ich bin mir nicht sicher. Wir sind nicht Alpha und Beta, auf jeden Fall. Das heißt, es gibt mindestens 3 von diesen Inseln, ne? So, fast voll. So, dann tu mal dich mit dich austauschen. Dann haben wir wieder voll. Ja, dann haben wir wieder relativ voll. Aber man kann den Kampf wiederholen. Alles klar, so macht man das dann. Kannst losgehen? Okay, cool. Noch ein paar Schätze hier auf hoher See finden. Das ist doch cool. So, Beta war da. Ich will mal wetten, dass Alpha irgendwo hier ist. Aber für mich, ich würde gerade hier Bravely Default spielen. Wo auch das Schiff endlich freigeschaltet ist und auf hoher See alles erkunden kannst. Nur weil auf hoher See keine Zufallskämpfe kommen. Da fand ich schon immer blöd. Final Fantasy 1 hat er halt auch. Wenn er endlich das Schiff hast, ne? Dann bist du auf einmal von einer Gruppe von irgendwie 9 Gegnern auf einmal hier angegriffen. Was schon ziemlich krass war für damalige Verhältnisse. 9 Gegner auf einmal. Das Spiel war ja rundenbasiert. Das heißt, die Charaktere bekommen alle einen Zug. Also ihr Gegner meine ich. Okay, wow, die Steine sahen ein bisschen ungerendert aus. Okay, aber irgendwie habe ich hier keine Erkundungsbelohnung oder so, wo ich die ganzen Inseln ja schaffe, aber die Schatzsuche Orte zählen ja sowieso nicht immer dazu, ne? Hier könnte vielleicht was sein. Warte mal. Ist doch bestimmt auch irgendwas, ne? Da kamen wir von da. Wir kamen von hier, ne? Kam mal von da? Nee. Doch. Was sind hier? Hafen von Nibelheim. Warte mal, ich habe da eine Markierung gesetzt. Stimmt. Ich hatte irgendwas gefunden, aber ich konnte da noch nicht aussteigen, ne? Ich glaube, auf der gegenüberliegenden Seite war irgendwas, ne? Irgendwas war hier. Ich habe mir eine Markierung hier gesetzt. Was ist hier? Genau, da oben habe ich irgendwas gesehen, aber ich konnte da nicht hin. Weil ich zu dem Zeitpunkt nicht aus der Tiny Bonko aussteigen konnte, ne? Komme ich denn da hin? Das ist so eine Schatztruhe. Ja, schon fertig. Was?
Was habe ich mir denn hier markiert? Habe ich das hier schon? Lass mich noch mal gucken. Anscheinend bin ich doch mal hier hingegangen. Warum habe ich mir die Markierung dann hier hingesetzt? Keine Ahnung. So war so aus, als hätte ich da alles. Nein, ich habe noch unten gedrückt, Mann. Boah. Oh, ich wollte schon sagen. Kannst losgehen? So. Okay. Komm, ein so ein Ding finden wir noch hier. So, wie vorher wetten, dass hier irgendwo noch was ist. Nope. Ich habe gar nicht gesehen, dass da was war. Lass mich mal sehen. Ja, okay, da kann man aber nicht anlegen, ne? Da hätte man da super leicht irgendwie so dahin gehen können, ja. Aber man hätte da nicht anlegen können. Okay, ist ja gut. Ich will noch mehr Schätze finden des Piratenkönigs, damit ich auch endlich der König der Piraten werden kann. Mit Reichtum, Macht und Ruhm und aller coolen Zeug. Und coolen Schnurrbart. Ganz besonders ein Schnurrbart. Ja, schon wieder bei Gong Gaga, ne? Ich? Gong Gaga. Schon ein so ein Ding finden wir doch noch. Diesen weiten Wellen da draußen. Nein, ich hatte keinen Platz. Aber diese geheimen Inseln, die werden bestimmt nicht hier in der Nähe von den Kontinenten sein, ne? Die werden dann bestimmt wie so ganz separat irgendwo sein, ne? Au. Komm, eine finden wir noch. Eine geht noch. Eine geht noch rein. Aua. Ich wollte ein Menü aufrufen. Ja. Ich werde nicht aufgepasst. Kriege ich eigentlich auch dafür diese Gruppenerfahrungspunkte? Ich glaube nicht, ne? Wäre irgendwie so eine so eine perfekte Sache, die ich irgendwie offscreen machen kann, einfach nur hier so durch die Gegend cruisen und versuchen mal zu finden, und dann wenn ich was gefunden habe, sage ich dann Bescheid und bringe euch dahin, ne? Anstatt jetzt hier 20 Minuten durch die Gegend hier zu düsen und nichts zu finden, ne? Aber beim ersten Mal kann man sowas immer machen, ne? Beim ersten Mal, ich mache das ja nicht zum ersten Mal, ne? Ich habe da schon so viele Spiele. Ich finde mal, beim ersten Mal, wenn man irgendwas Neues macht, muss man das immer in der Aufnahme machen. Ne? Danach kann man sich entscheiden, ob man das aufnimmt oder nicht. Ne? Aber so wie es aussieht, werde ich dann wahrscheinlich hier so offscreen durch die Gegend ein bisschen schwimmen irgendwann mal und dann versuchen, irgendwas zu finden. Und dann nächstes Mal, wenn ich die Aufnahme anschmeiße oder irgendein andermal, schmeiße ich euch dann wieder rein und sagt so, oh, ich habe voll die geile Insel gefunden. Lass mal abchecken, was da so ist, ne? Und dann erkunden wir das. Und dann haben wir alle voll die Glücksgefühle. Oh mein Gott, habt ihr gewusst, dass es eine Gummibärchenmarke gibt, die Glücksgefühle heißt? Habe ich letztens gesehen. Diesen wortwörtlich Glücksgefühle. Ich weiß gar nicht, ob das Haribo war. Ich glaube, das war Haribo. Aber ich bin mir nicht sicher. Kann auch vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ne, von Katjes waren die. Genau. Von Katjes waren die, glaube ich. Wollte ich erst mitnehmen, aber die hatten Lakritze dazwischen. Und ich mag nicht Lakritze. Wortwörtlich alles andere hätte ich mitgenommen. Ich laufe einfach so vorbei. Glücksgefühle. Boah.
weiß gar nicht, was das nochmal war, irgendwie. Aber das fand ich lustig. Das fand ich schon. Das hat mich schon ein bisschen zum Schmunzeln gemacht, als ich das gesehen habe. So, Lila. Ich glaube, wir finden ja nichts mehr, ne? Und wenn wir was finden, dann haben wir wahrscheinlich gar keine Zeit mehr. So. Ich will vorher wetten. Da, das sieht doch verdächtig aus. Diese Insel ist doch schön geformt. Guck mal, sieht doch schon so aus. Oder? Ne. Oder komme ich da irgendwie hin? Ich glaube nämlich nicht. Nein. Mal noch hingehen. Hier, hier vielleicht, ne? Da. Auf dass der Fahrt, auf dass der Part so ein bisschen überzogen wird, gehen wir trotzdem mal dahin. Ne? Guck mal, da noch ist. Wenn ich eine Markierung da hinsetzen, damit ich nicht alle 2 Sekunden die Karte offen kann. Wie mache ich das nochmal? Ja. 3000 Meter, boah. Was hat hier Raft? Ja. Oh Gott, mir gefällt irgendwie nicht so wie die Lichteffekte hier so umschwanken immer. Wenn das zu dunkel ist, sieht das irgendwie so komisch aus, so verschwommen. So, oh, Lila. Bin ich fast genau drauf zugedüst. Ich bin genau darauf zugedüst. So, auch nichts. Boah. Mein Rollenspielherz hat mir aber gesagt, hier wäre etwas. Wie viel ist denn mein Herz wert dann? Ne, hier ist nichts. Na gut, aber hier müsste irgendwo noch eine sein, ne? Mein Gott. Was für ein Plan verfolgt er? Mit dieser Route. Also was hier? Gehe ich eben. Weißt du was? Hab noch Bock drauf. Also mal noch einen Kartenspieler jetzt machen. Einer ist irgendwo in der Nähe, glaube ich. Ne, komm. Dann machen wir hier eine so eine Runde. Können wir noch irgendwas hier machen, was irgendwie vorgegeben ist? Sind die stärker auch? Ne? Wo kann ich sehen, ob das irgendwie... Kartenpuzzles, Profis da. Machen wir mal. Ja, wohl mal dazwischen passen, ne? Wer bist du denn? Oh, dein. Genau. Ist gerade auch zu viel. Redet sich Chef von Wöhne und gegnerischen Kern auf diesen Effekt von Tom Feld und Dings. Okay. Oh, warte. Wenn ich ihn hier jetzt platziere, ne? Verdammt. Jetzt die Stärke vom verbündeten Gegner kann auf diesen Effekt betroffenen Felder. Tu mal einfach mal ein bisschen. War ehrlich hier. Guck, was hier passiert. So schon mal nicht. Okay. Hier muss ich doch ganz sicher hier platzieren, ne? Right.
Er kann nur eine Karte dadurch erledigen, sehe ich gerade. Warte mal. Hast du eine Idee? Boom. Aber mal so. Schwer kann eigentlich nicht sein, ne? So, jetzt zerstöre ich meine eigene Karte, ne? Oh. Obwohl ich weiß nicht, ob da Dreier sind. Ne. Irgendwie muss ich dafür sorgen, dass dein die erledigt. Ich kann ihn eigentlich nur da platzieren, ne? Alles andere wird nicht so viel bringen. Diese Karte verringert sich die Schärfe bei mir und gegnerischen. Warum soll ich da verstärken wollen? Lohnt gar nichts. Oh Mann. Was in drei Gottes Namen muss ich hier machen? Ja. Gar nicht gemerkt, was da gerade passiert ist. Jemand sagt mir, das ist nicht so schwierig. Ich check es nur einfach nicht. Jemand sagt mir, das ist nicht so schwierig. Ich krieg's einfach noch nicht hin. Mein Gott. Kann das so machen. Sollen wir das hier machen? Hier muss deinen. Aber ihn muss ich auch. Warte mal, warte mal, warte mal. Man will ja gegnerischen Kahn auf diesen. Hm.
Wenn sie irgendwie schaffen, hat ein Bomber da auf der Seite kaputt geht. Vielleicht muss ich so eine Kettenreaktion. Ich brauche nur zwei. Oh mein Gott, ich brauche nur zwei. Oh mein Gott. Ich dachte die ganze Zeit, ich brauche drei Dinger dafür. Ich dachte die ganze Zeit, ich brauche drei, um die. Oh. Lass mich mal kurz hier ausprobieren. Jetzt mache ich den kaputt und dadurch mache ich den kaputt und der macht dann den da unten kaputt, ne? Ich dachte die ganze Zeit, ich brauche drei. Warte mal, ich hab's gleich. Ach, ich bin so blöd. Ich dachte die ganze Zeit, ich brauche drei Dinger, um die Bombas zu platzieren. Ich brauche zwei. Also jetzt irgendwie so machen. Nee, ich muss den hier platzieren. Nee. Nee, da fehlt aber nix. Geht trotzdem irgendwie noch nicht hin. Wieso bist du stärker geworden? Muss mal kurz mal ausprobieren. Also mit dir. Boah. Das war das Gefühl, das hier ist aber richtig. Ne? Soll ich meinen, was ich denn hier machen? Ich kann ihn nur da platzieren, ne? Aber sehe ich hier gerade. Irgendwann übersehe ich hier gerade voll. Wieso kriege ich hier plus 3? Wenn das Ding neue links wäre, ne? Gibt's doch einfach nicht. Ich habe doch gar nicht so viele Wahl, was ich ja machen kann. Ich kann nur die Kombi machen. Ich könnte die, oh, ich könnte die versuchen. Na, jetzt kriege ich ja den nicht kaputt. Boah, Leute. Gott, was sehe ich denn hier? Kann doch nur die Kombi eigentlich sein. Meine Güte. Ich kann doch nur die Kombi machen, ne? Weil den kriege ich doch nur down hier durch. Durch dein.
Ich habe noch für Optionen, gar nichts habe ich hier eine Option. Ich habe doch gar nicht andere Optionen hier. Hey, was soll denn hier machen? Der geschwächt, dann schwächt er die und der macht alles kaputt hier, ne? Das gibt's jetzt nicht. Ich muss die ja kaputt machen. Ja, da macht er sich aber selber kaputt. Gibt's doch jetzt einfach nicht, Mann. Ich muss das irgendwie schaffen, dass die hier meine Bomber kaputt hauen. Was mit ihm, ja? Hab's, glaube ich. Er wird von Dein zerstört. Er schwächt ihn, was den da zum Explodieren bringt. Und den da, genau. Ich glaube, ich habe es jetzt. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem letzten machen soll. Ja, jetzt habe ich den da unten rechts geschwächt und der tut jetzt die alle zum Explodieren bringen. Er bringt den zum Explodieren, er bringt die zum Explodieren. Brauche ich nur noch einen Punkt irgendwo. Nein. Nein. Warum? Ah, natürlich aber die auch alle. Boah. Warte mal. Gibt's jetzt nicht.
Ich hatte es doch jetzt erfasst. Aber das war richtig. Er muss hier als Erz platziert werden. Ich schwäche ihn. Er setzt da eine Kettenreaktion ein, ne? Damit er geschwächt. Er macht hier eine Kettenreaktion. Habe ich da nicht gerade gemacht? Ne, ich habe ihn erledigt, ne? Ja, was muss ich denn sonst machen? Ich werde so machen. Jetzt macht er die da oben kaputt. Er macht dann da unten die kaputt. Jetzt aber. Warum? Ich habe doch gar nicht so viele Optionen, ja. So, ihn muss ich hier platzieren. Wenn er kaputt geht, durch dein, dann wird da oben eine Kettenreaktion eingesetzt. Vielleicht muss ich nur den einen Bomber da platzieren, ne? Er macht ihn kaputt. Was dann ihn kaputt macht, ne? Er macht dann ihn kaputt. Ich habe so für ihn muss ich als erstes platzieren, aber geht ja nicht. So, also jetzt muss er aber. Er macht ihn kaputt. Und der Bomber macht den jetzt noch mal kaputt. Ist mir schon wieder hier. Nein, warum? Er tut die erhöhen. Das gibt's nicht. Was muss ich denn ja? Das ist aber Gleichstand. Zählt das? Nee, ne? Das gibt's nicht. Was kann ich denn sonst machen? Ich kann nur ihn hier als Erst platzieren. Das geht nur. Geht nur. Er sorgt dafür, dass der kaputt geht. Vielleicht muss ich ihn stärken, um zu verhindern. Ich muss ihn vorher irgendwie platzieren, habe ich dafür. Ja, langsam habe ich irgendwie auch alle Sachen hier ausprobiert. Ja, bringt mir halt jetzt ihn dazu platzieren, dass er jetzt stirbt. What? Okay, meinetwegen. Ich weiß nicht, wie das jetzt schon wieder passiert ist. Weil war jetzt der Unterschied, dass ich ihn... Ich nehme an, dass einer nicht früh genug explodiert ist. Ich weiß es nicht. Egal, ich nehme es. Ich jetzt deine als Karte. Ja. Nehme ich auch mein Deck rein. Oh mein Gott. So, beim nächsten Mal machen wir weiter mit der Story. Nee, wir machen nicht weiter mit der Story. Wir machen weiter mit den Nebenquests. Dich habe ich eigentlich gesucht gerade. Und ja, dann gucken wir uns beim nächsten Mal wieder so an, was noch so passiert, ne? So, gut, ne? Kann ich jetzt irgendwas hier herstellen? Ich weiß, der Part ist jetzt ein bisschen Überlänge, aber was soll man machen? Ne, ist jetzt... Wer weiß, wann ich wieder den nächsten Part hochlade, ne? Ja, ich kann noch nichts herstellen, nur ein. Prachtvolle Ranke. Sagen wir nicht, ich muss irgendwann noch mal gegen Bosse kämpfen. Ich glaube nämlich, ja. Aber was soll's. Ich beende den Part hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn wir hier, weil ich noch ein bisschen erkunden und weil ich Nebenquests machen, ein bisschen Karten spielen, keine Ahnung. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.